einmal im Garten ein Tarnnetz spannen und vorne ein Ofenrohr rausgucken lassen, damit es aussieht von oben wie ein Panzer. Jetzt machen das 10 Millionen Deutsche gleichzeitig in einer Nacht- und Nebelaktion. Was meinst du, was am nächsten Morgen beim Ami los ist, wenn der auf sein Satellitenfoto von Deutschland draufschaut? Fuck, er ist wieder da! Ja, Schmitz, die gefallen mir gar nicht. Sag ich ja, du sollst mich heilen und nicht heiraten. Hat er mich abgetastet. Gemeint, oh Gott, du bist ja süß. Oh, willst du, soll ich dich mal hoch? Ja, genau. Nimm mal. Papa! Darf ich es mal hochheben? Nicht auf die Straße rennen. Nicht auf die Straße rennen. Guck mal, dein Helm ist auch schon gestanzt. Zack. Nehmen wir einfach mit nachher. Wunderbar. Nein, jetzt habe ich den Text vergessen. Mama, wo war ich? Egal. Von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kam zum Schluss noch gut gelaunt der Oberarzt auf mich zu. Und sagt, Dankeschön, du bist ja mein Schatz. Kam der Oberarzt und sagt zu mir, sagt so, Ausbilder Schmidt. Ja, das bin ich. Wunderbar, dass noch Kundus fliegen für die Kameraden, Kameradinnen eine Show spielen. Zur Ehre dürfen sie vorne bei mir im Cockpit mitfliegen. Ich so, oh, oh. Ist das besser oder schlechter? Er sagt, er kommt drauf an, da sehen sie schön, wenn wir Kundus reinfliegen. Und ich sag, wissen Sie was, Herr General, ich bleib hier hinten sitzen. Und er sagt zu mir, wortwörtlich, schwul oder was? Also, hast du eigentlich gedient? Ja. Und wo? Luftwaffe. Luftwaffe. Ich leide privat in Zivil unterm Ausbilder, Tourette. Das ist ein Problem. Du gehst in Zivil in den Supermarkt rein, eine Riesenschlange, dann hörst du dich rumbrüllen. Mach mal hin, zack, zack. Oder war neulich mit meiner Frau essen und da kommt der Kellner mit so einem Gruß aus der Küche an. Sag, was ist das denn? Fliegenschiss an Läuseschenkel. Also, einen Warnschuss ab. Und auch wenn du geblitzt wirst mit dem Panzer, kein Problem. Hältst du an, Rückwärtsgang rein. Hat sich erledigt. Kommt noch gerade an der Brücke da hinten sehr gut, ne? Was hat eine Ehefrau und eine Handgranate gemeinsam? Ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. Kennt ihr das Emsland? Ja. Furchtbar. Im Emsland merkst du, eine jahrhundertlange Inzucht hat seinen Preis. Dann hat keiner gelacht. Der einzige, der gelacht hat, war ein 8-jähriger Junge, der war Autist. Furchtbar. Ja. Der ist im Emsland, der steht vorne in der ersten Reihe so einer wie du. Guckt die ganze Zeit so an. So, mm. Du spielst den an, versuchst witzig zu sein, den ganzen Abend. Nach 2 Stunden macht er den Mund auf, du denkst, ah, jetzt hast du ihn, da hat er gegähnt. Mein Name ist Ausbilder Schmidt. Wer hat alles gedient? Du hast nicht gedient? Raus. Ich bin ja schon lange bei der Bundeswehr. Ich bin ja damals mit 17 Jahren direkt nach der 5. Klasse zum Bund und wurde der härteste Ausbilder, muss ich sagen, der Zeit der Wehrpflicht. Was hatte ich für tolle Rekruten gehabt? Hier einen Hünen aus Norden, Hauke. Ein Bergarbeiter aus Bochum, Ernst Willi. Was hast du heute bei der Freiwilligenarmee? Justin Kevin aus Glarau. Justin Kevin, was ist der Vor- und was ist der Nachname? Justin Kevin ist der Vorname, der Nachname ist Gesenbrät. Sag, mit wie viel Ö schreibt man denn Gösenbrät? Na, Gesenbrät schreibt man nicht mit E, sondern mit E. So eine Rentnerarmee. So eine Ü99. Stell dir mal vor, 500 Busse vollgepackt mit 100 Jahren alten Rentnern. Allein schon 30.000 Gehhilfen, eine unüberwindbare Panzersperre. Und guck mal, so einen alten Opa kannst du schicken. Sagst du, lauf, Opa, lauf, dann rennt der. Der Feind ruft, Alter, bleib stehen oder wir schießen. Der hört nichts, der rennt weiter. Die sind mit Altersflecken übersät. Was für eine Tarnung. Ah. Und wenn so ein alter Opa was hört, dann hört er den Feind rufen, ey Opa, wir geben dir Saures. Da ruft er zurück, scheißegal, ich hab Zucker. So ein 100 Jahre alter Opa, der ist vollgestopft mit Chemie. Guck mal, was der alles in sich hat. Insulin, Viagra, Klosterfrau, Melissengeist. Ja, wenn du auf die schießt, die brennen 3 Tage. Oh, jetzt hab ich Frauen gesagt. Darf man das denn noch sagen? In diesem politisch korrekten Land, guck mal, was du alles nicht mehr sagen darfst. Zigeunersoße, darfst du nicht mehr sagen. Musst du sagen, Sinti und Roma-Dressing. Luder, darf ich mal sagen, musst du sagen, öffentliches Verkehrsmittel. Also darf ich noch Frauen sagen oder muss ich da auch so drum herum reden? Unmann, antimaskulin oder Menschen mit Menstruationshintergrund.
Selbst ich als dienstältester und härtester Ausbilder der Bundeswehr habe seit 2 Jahren eine Chefin. Oh. Die Ursula. Verteidigungsministerin, klar, wer 7 Kinder hat, kann auch eine Armee führen. Aber haben Sie es ja mitbekommen, gibt ja keine Wehrpflicht mehr, die jungen Leute gehen nicht mehr zum Bund. Ursula hält an den jungen Leuten fest. Deswegen hat sie die Ausbildungsmethoden beim Bund erleichtert. Super. Kann schon nächstes die Rekruten um 22:30 in dem Milchkaffee am Bett wecken. Ja. Und ich will auch gar nicht mehr diesen harten Ausbilder Schmidt, der morgens um 16:30 die Stubentür eintritt. Raus, ihr Bettnässer, 100 Liegestütze, muahaha. Nein, Ursula will weiche Ausbilder. Die will knuffige Ausbilder. Ja, die will so einen Ausbildertyp Kalmund. Der kommt morgens schon erschöpft in die Stube rein, so. So, Kamerade, Manöver fällt aus. Wir gehen halt schön grillen. Oh. Hör mal, da schmeißt man alles auf den Grill drauf. Halbe Hähnchen, ganze Hähnchen, Gemüse weg, Fritten drauf, Sößchen drauf. Und dann fressen wir uns voll. Und dann lassen wir uns über England als Kalorienbombe rausschmeißen. Ich hab ja einen Sohn. Mein Sohn mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Der Doppelname hat nichts mit Zeugungsakt zu tun, sonst hieß er nur Ruck. Wieder mein Sohn, mittlerweile 13 Jahre alt. Der wird frech. Kam ja doch letztens ja, Papa, dich kann doch keiner leiden, sag ich ja. Und wenn ich jemanden sehen will, der mich mag, schaue ich in den Spiegel. Und mein Sohn, wie gesagt, 13 Jahre alt, nur noch das Handy in der Hand. Nur noch hier. Facebook, 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 Facebook. Die geht ja so über die Straße heute. Habt ihr es mal gesehen? Hier, so, so gehen die über die Straße. Wir Menschen haben Jahrtausende gebraucht, um zu lernen, aufrecht zu gehen. Heute, die entwickeln sich zurück. Kam doch mein Sohn letztens zur Papa. Ich habe so viele Klicks auf Facebook, ich kann damit Geld verdienen. Sag mal, Junge, ich kann dir sagen, wie du mit Facebook Geld verdienen kannst. Geh auf Einstellung, melde dich ab, geh arbeiten. Ich habe so viele Klicks auf Facebook, ich kann damit Geld verdienen. Sag mal, Junge, ich kann dir sagen, wie du mit Facebook Geld verdienen kannst. Geh auf Einstellung, melde dich ab, geh arbeiten. Ich war neulich mal im Kindergarten und hab so ein bisschen die Befürchtung, da fängt die Verweichlichung an. Guck mal, wie heißen denn heute die Kindergärtnerinnen? Mia, Pia und Konstantin. Zu meiner Zeit war das noch Tante Brunhilde. Oder Fräulein Rottenmeier. Ja. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wollen doch selbstbewusste Kinder. Selbstbewusste Kinder, die auch mal zu ihrer Mutter sagen, Mama, deine Bio-Gemüse-Lasagne schmeckt scheiße. Mach da Fleisch rein. Egal, ob vom Schwein oder vom Rind. Meinetwegen nimm den Hamster von meinem kleinen Bruder. Mama, deine Bio-Gemüse-Lasagne schmeckt scheiße. Mach da Fleisch rein. Egal, ob vom Schwein oder vom Rind. Meinetwegen nimm den Hamster von meinem kleinen Bruder. Kinder, die am Weltspartag zur Volksbank gehen und sagen, pass mal auf, steckt euch eure Luftballons sonst wohin. Wenn ihr es jemals wagen solltet, mein Erspartes zu verzocken, komme ich wieder und dann mache ich den Weg frei. Tante Ausbilder Schmidt, muahaha, alles geändert, alle. Aus stille Treppe wurde 100 Liegestütze. Kommen die Kinder mittags heim und legen sich direkt ins Bett, sind die kleinen Rackhammer ausgelastet. Und kennt ihr doch im Kindergarten diese Kleiderhäkchen mit den Tierbildern? Kennt ihr das noch? Kommen alle weg, kommen Bilder von Panzern drauf. Leo 1, Leo 2, Tiger, Wiesel sind auch Tiere. Da lacht nur der, der gedient hat. Oder habt ihr heute mal so einen Kindergartenspielplatz gesehen? Der ist ja sowas von sicher. Der ist komplett mit Gummimatten ausgelegt. Da fällt das Kind vom Gerüst runter, federt hoch, hat Spaß und winkt und rauf. Wird früher vom Gerüst gefallen, hat noch einen Kopf. Hat's geschadet? Oder habt ihr heute mal so eine Kindergartenrutsche gesehen? Eine Kindergartenrutsche heute. Die ist 2 Meter lang, hat ein Gefälle von 4% und da fährt das 60 Kilo schwere Kind mit einem Stundenkilometer runter. Das sind die Kinder, die fahren später auf der Autobahn 80. Wollen wir das? Nein. Deswegen habe ich die Kindergartenrutsche auf 100 Meter verlängert, Gefälle auf 75% erhöht, Bahn eingefettet und Falltüren für dicke Kinder eingebaut. Sag, Blinddarm, was ist das denn? Sag, ja, ja, das ist ein Organ ohne Funktion. Sag, wie bitte? Ein Organ ohne Funktion in meinem Körper? Dann raus mit dem Sigmar Gabriel. Ist ja alles kaputt. Guck mal hier, kaputte G36, kaputte Tornados, schlechte Ausrüstung, gefälschter CO2-Ausstoß beim Panzer Leopard 2. Und das bisschen, was da ist, wird noch Umweltgesichtspunkten modernisiert. Demnächst fährt mein Panzer mit Solarstrom. Der Ami lacht uns aus, er sagt, nachts greifen die Deutschen nicht an.